Ja, herzlich willkommen im Vorderasiatischen Museum. Mein Name ist Barbara Helwin, ich bin hier die Direktorin und ich begrüße Sie ganz herzlich auf einem Rundgang durch unser momentan quasi leeres Museum. Ich hoffe, ich kann Ihnen dabei ein bisschen Einblicke geben und Dinge zeigen, die Sie sonst vielleicht nicht so im Detail sehen können. Ich beginne hier ganz am Eingang und da begrüßt Sie sozusagen, wenn Sie durch die neue James-Simon-Galerie hier hereinkommen, begrüßt Sie ein großer schwarzer Greifvogel aus Basalt. Dieser Vogel ist eine Statue, die stand vor dem Eingang eines Palastes aus dem ersten Jahrtausend auf dem Tel Halaf, heute in Nordsyrien gelegen. Und er ist hier als eine von über 60 Skulpturen, die in und um diesen Palast in den Jahren 1911 bis 1913 durch Max von Oppenheim ausgegraben worden sind. Man muss sich den Palast so vorstellen, dass er einen ganz monumentalen Eingang mit vielen solchen Skulpturen und auch an den Mauern entlang solchen Orthostatenreliefs hatte. Man sieht davon eine ganze Reihe hinter mir. Und diese Skulpturen hat Max von Oppenheim dann nach dem Ersten Weltkrieg mit Genehmigung nach Berlin gebracht und hat sie in einem privaten Museum in Charlottenburg ausgestellt. Die Berliner sind in das Tel Halaf Museum gegangen und konnten über 60 große Steinskulpturen anschauen. Dieses Museum wurde dann im Krieg 1943 von Phosphorbomben getroffen. Es brannte aus, man hat es gelöscht. Die Skulpturen sind durch die Hitze und das Wasser zerplatzt und man dachte, es ist alles verloren. Aber es haben damals engagierte Menschen viele, viele Fragmente eingesammelt und haben sie in großen Kisten im Keller des Vorderasiatischen Museums dann aufbewahrt, wo sie standen, sicher, und tatsächlich erst nach der Wiedervereinigung nach 1990 quasi wiedergefunden worden sind, als man versucht hat zu planen, wie man die ganze Restaurierung der Museumsinsel Museen machen möchte und als man für die Baufreimachung auch in die tiefen Depots unter dem Museum gegangen ist. Und da zeigte sich, dass diese Fragmente, man dachte immer, Tel Halaf, die Skulpturen, die ganze Sammlung ist verloren. In der Tat konnte man vieles wieder zusammensetzen. Es hat 10 Jahre gedauert und im Jahr 2011 sind dann zum ersten Mal diese restaurierten Figuren in Berlin wieder in einer Sonderausstellung gezeigt worden. Für uns ist jetzt die ganze Geschichte des 20. Jahrhunderts, die Reise von Tel Halaf nach Berlin, die Zerstörung, die Wiederherstellung und nun die Tatsache, dass diese Skulpturen wieder verfügbar sind, auch ein ganz wichtiges Moment zu sagen, es gibt immer, auch wenn man denkt, die Dinge sind ganz verloren, es gibt doch wirklich Hoffnung. Und der Vogel, der Sie hier begrüßt, der ist auch gleichzeitig für uns ein ganz wichtiges Symbol der Hoffnung. Sie sehen jetzt hier ein Stück, das mir sehr am Herzen liegt. Das ist ein sehr besonderes Stück und es ist eine Kopie zwar, aber eines der Objekte, die uns erklären, wie die Sumerer die Welt verstanden haben. Sie sehen hier links von mir eine Kopie einer Alabastervase, die sogenannte Uruk-Vase, die in zerbrochenem Zustand im Hof des Tempelbezirks für Inanna in Uruk ausgegraben worden ist in den Jahren 1933-34. Und die Vase war damals so wertvoll, dass sie auch, als sie zerbrochen war, schon damals repariert wurde. Man sieht hier oben diese grünen Streifen. Das ist in der Kopie die Darstellung von Bronzedrähten, mit denen die Fragmente wieder zusammengenäht worden sind. Die Vase ist deshalb so interessant, weil sie uns die ganze sumerische Welt erklärt, und zwar in 5 Stufen von unten nach oben. Wir fangen ganz unten an und da sehen Sie nur eine Wellenlinie. Und diese Wellenlinie steht für den Fluss. Sie wissen, wir sind in Mesopotamien, an Euphrat und Tigris. Das Wasser ist überhaupt die Grundlage des Lebens. Darüber sehen Sie einen Streifen, ein ganzes Register mit Pflanzen und darüber ein Register mit Tieren. Da geht es um Getreidepflanzungen, da geht es um Schafherden, all das, was die Grundlage der sumerischen Zivilisation ausmacht, auch natürlich die Nahrungs- und Subsistenzgrundlage. Dann finden wir im Register darüber eine Reihe von nackten Männern, die alle
vor sich her tragen große Körbe in unterschiedlicher Form und sie bringen die Ernte ein und sie bringen diese Ernte zum Tempel. Und das ist das, was wir hier im allerobersten Register sehen, leider nicht ganz so gut erhalten. Aber wir sehen hier von links so einen nackten Mann kommen mit einem Korb, den er der Göttin präsentiert. Und weil hinter der Göttin diese beiden sogenannten Schilfbündelsymbole stehen, wissen wir, es ist die Göttin Inanna, die Göttin von Liebe und Krieg, die später dann als Ishtar auch bekannt ist in Babylon und Assur. Wenn Sie das alles im Detail sehen, dann sehen Sie eben vom Wasser über die Ernte bis hin zu der göttlichen Welt, hängt all das zusammen in der sumerischen Weltsicht. Das Vorderasiatische Museum in Berlin ist ja besonders bekannt auch für seine großartigen Architekturrekonstruktionen, die auf Walter André zurückgehen, der das in den 1920er Jahren hat aufbauen lassen. Und von all den Rekonstruktionen ist die bekannteste natürlich das Ishtar-Tor mit seinen blau glasierten Ziegeln. Wie konnte André eigentlich wissen, was er da rekonstruiert, was waren seine Vorlagen und überhaupt, warum hat er das so rekonstruiert, wie er das am Ende getan hat? Um das zu verstehen, möchte ich Ihnen ein bisschen was anderes zeigen. Und zwar sehen Sie hier hinter mir die Rekonstruktion nicht der letzten Bauphase des Ishtar-Tors, sondern der ersten. Als nämlich Robert Koldewey und sein Team anfingen, 1899 auszugraben in Babylon, da haben sie sehr schnell stehende Reste eines Tores gefunden, was mit reliefierten Tieren und Fabelwesen verziert war. Und davon sehen Sie, von dieser allerersten Baustufe sehen Sie hier hinter mir eine Rekonstruktion. Und zwar sehen Sie hier einen Drachen, der sich zusammensetzt aus einem Schlangenkörper. Dann haben Sie vorne Löwenpfoten und hinten haben Sie Raubvogelklauen. Dieses Tier, was wir in Babylon einen Mushushu nennen, dieser Drache ist assoziiert mit dem höchsten Gott Marduk. Und weil diese Tiere als Relieftiere in Babylon vor Ort standen, hatte man Vorbilder dann für die Restaurierung des Ishtar-Tors, was in seiner letzten Bauphase hier im Museum steht. Man hat also diese Tiere gekannt. Sie sehen hier den Mushushu unten und dann sehen Sie hier oben auch den Stier, der für den Wettergott Hadad steht, der grollende Wettergott sozusagen. Diese beiden Tiere finden wir auf dem Ishtar-Tor genauso wieder. Das ist die erste Bauphase und diese Bauphase tatsächlich steht heute in Babylon, ist zugänglich, ist offen. Es gab dann noch eine zweite Stufe, wo die Baumeister mit dem Glasieren von Ziegeln experimentiert haben. Auch dazu haben wir hier einen kleinen Ausschnitt. Und erst im dritten Durchgang ist sozusagen das blau glasierte, mit reliefierten Tieren verzierte Ishtar-Tor entstanden, was auf Nebukadnezar II. Zurückgeht und am Anfang des 6. Jahrhunderts vor Christus gebaut wurde. Hier sehen Sie also die Vorgänger und die meisten Originale dazu stehen heute in Babylon in Irak. Wir stehen nun am Eingang der Prozessionsstraße, die direkt auf das große Ishtar-Tor zuläuft, das dann sich hinter mir befindet. Stellen Sie sich vor, dass diese ganze Straße dreimal so breit und fünfmal so lang war und dass Sie rechts und links von zähnefletschenden Löwen empfangen werden, die Sie hier links und rechts an der Wand sehen. Die Löwen als das Symboltier der Göttin Ishtar, Göttin von Liebe und Krieg, was ja bekanntlich immer nah beieinander liegt und die hier sozusagen auf Sie zukommen und Sie begrüßen, sage ich mal. Sie sehen auch, dass wir hier jetzt auf der linken Seite bereits am Arbeiten sind. Wir sind gerade dabei, uns vorzubereiten darauf, dass in einigen Jahren das ganze Museum komplett renoviert werden wird, hier in der Baustufe 2 des Pergamonmuseums. Und als Teil der Vorbereitung sind wir schon dabei, Restaurierungsarbeiten an Monumenten durchzuführen, die dann nach der Restaurierung wieder zugänglich sein werden. Und wir sehen eben hier, dass jetzt gerade schon die kleinteilige
Vorbereitung und Restaurierung dieses ganzen Löwenfrieses der Prozessionsstraße im Gange ist. Und natürlich ist ein leeres Museum dazu auch eine ganz ideale Arbeitsumgebung. Wir hoffen, dass wir bis Ende des Jahres, je nachdem, wie sich die Dinge weiterentwickeln, dass wir bis Ende des Jahres hier auch schon dann einen großen Schritt in der Vorbereitung weiter sind. Wir stehen jetzt hier im Assur-Raum. Alle Funde, die ich jetzt zeige, kommen aus den Ausgrabungen in Assur. Auch zu Beginn des 20. Jahrhunderts unter der Leitung von Walter André erforscht. Und was Sie hier links von mir sehen, ist ein sogenanntes Wasserbecken, ein großes Wasserbecken. Es hat Inschriften, die auf den assyrischen König Sanherib verweisen. Dadurch wissen wir, wir sind im frühen 7. Jahrhundert. Und das Wasserbecken steht hier für das Thema Wasser und das Thema Reinigung. Und Sie sehen bei diesem Wasserbecken an jeder Ecke hier ist eine Gottheit. Man erkennt die Gottheit hier an den Hörnerkronen, die sie tragen. Und die Gottheit hat ein Gefäß vor sich, aus dem Wasser sprudelt. Und dieses Wasser ist assoziiert mit dem Gott Ea, Ea für Wasser, aber Ea steht auch für die Weisheit und ist eine der wichtigsten Gottheiten hier in Mesopotamien. Wir sehen eine ganze Reihe hier von Priestern und von Mischwesen, die alle mit dem Wasserkult beschäftigt sind. Insbesondere hier sehen wir in Menschengestalt einen Priester, aber wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, dass er in eine Fischhaut gekleidet ist. Tatsächlich gibt es heute noch im Euphrat Barsche von über 2 Meter Länge. Das sind sicherlich echte Fischhäute und Sie können sich vorstellen, wie das möglicherweise gerochen hat, wenn man sich diese Fischhäute umgezogen hat. Dennoch steht es hier für den Aspekt der Reinigung, denn dieser Priester trägt hier ein Gefäß und hat hier so einen Wedel, mit dem er Wasser oder auch vielleicht andere Essenzen verteilt und überall fließt hier das Wasser. Von den großen Priestern in Fischgewändern, die wir auf dem Wasserbecken gesehen haben, sind wir hier bei den ganz kleinen Terrakotten, die alle aus Assur aufstammen, auch wieder bei Menschen in Fischgewändern und auch hier bei einem Mischwesen, bei dem der ganze Unterkörper als Fischleib gestaltet ist. Solche kleinen Terrakotta-Figuren dienen vielfach der Gefahrenabwehr, werden von den Menschen in ihren Häusern aufgestellt oder gelegentlich auch vergraben. Und damit sind wir beim Thema Magie. Magie und Medizin, wie es im alten Mesopotamien durch die Zeiten immer sehr nah beieinander lag. Das Thema Krankheit, was uns hier in Berlin ja momentan sehr beschäftigt, war natürlich auch im alten Mesopotamien ein wichtiges Problem. Und man ist davon ausgegangen, dass entweder böse Dämonen verantwortlich sind, wenn Krankheiten oder Seuchen über das Land kommen, oder dass es eine Art Strafaktion ist, weil es moralische oder religiöse oder sonst wie Verfehlungen der Menschen gegenüber den Göttern gegeben habe. Und dadurch erklärt sich auch gleich, warum man denkt, dass man mit Magie auch Heilung bewirken kann. Und ich zeige Ihnen hier jetzt vor allen Dingen diese sehr schöne Bronzeglocke aus Assur. Auf dieser Glocke sind 2 Arten von Wesen abgebildet, nämlich ein löwenköpfiger Geist und dann auch wieder eine Gestalt im Fischgewand. Beides sind quasi gutartige Dämonen, die die Menschen beschützen sollen. Und wenn man die Glocke anschlägt, der Klang soll diese Dämonen erwecken und soll seinen Schutz oder ihren Schutz auf die Menschen soll den Menschen Schutz bieten an dieser Stelle. Eine andere Funktion haben dann Amulette, auf denen böse Dämonen gezeigt werden. Wir haben hier in der Ausstellung einige Objekte, die zum Beispiel auf die Dämonin Lamashtu verweisen. Die Lamashtu hat man verantwortlich gemacht für ganz fürchterliche Dinge, wie beispielsweise das Kindbettfieber, an dem Frauen nach der Geburt häufig gestorben sind, auch für viele Kinderkrankheiten. Und um sie abzuwehren, hat man Amulette gemacht, auf denen sie abgebildet ist und sie damit versucht quasi zu bezähmen.
Derzeit sind auch einige dieser Amulette, die schönsten, tatsächlich in einer Sonderausstellung in Speyer namens Medicus, was natürlich auch wieder zu unserem Krankheitsthema passt. Wir haben auch andere Möglichkeiten. Es gibt tatsächlich regelrechte Rezepte und Anweisungen für Rituale, die dann auch zu denen dann auch gehört, dass man beispielsweise bestimmte Kräuterzubereitungen anfertigt und dem Kranken verabreicht oder aufstreicht oder so. Und diese Tontafeln, die hier unten in der Vitrine liegen, zeugen davon, wie man dieses Wissen, was sich über tausende von Jahren akkumuliert hat in Mesopotamien, wie man dieses Wissen hier auch aufgeschrieben hat, damit es für die nächste Generation verfügbar war. Also Magie und Medizin, die Grenze erscheint hier so ein bisschen fließend in Mesopotamien und dennoch haben die Leute auch alles Mögliche sich überlegt, was können sie machen, damit sie nicht krank werden, damit sie die Krankheit abwehren können. Was wir machen können, ist zu Hause bleiben. Auch das mussten die Menschen im alten Mesopotamien wahrscheinlich gelegentlich. Und damit es nicht so langweilig wird, möchte ich hier enden, indem ich Ihnen ein Spielbrett zeige. Auch seit dem 3. Jahrtausend vor Christus hat man in Mesopotamien Spiele gespielt. Und Sie sehen hier eines mit zwei Reihen, in die man solche kleinen Steckfiguren setzen kann und dann wo man mit Würfeln diese Figuren weiter bewegt. Das ist ganz ähnlich wie unser Mensch, ärgere dich nicht. In diesem Sinne, bleiben Sie zu Hause, spielen Sie Spiele, besuchen Sie das Museum, sobald es wieder geht. Dankeschön.